Bei der Erzählperformance »Jetzt schlägt's 13« im Haus der Geschichten im WUK vom 19. bis 26. November 2013 werden Geschichten verschiedener Kulturen und Epochen präsentiert und gewähren tiefe Einblicke in Grenzerlebnisse. 13 professionelle Erzählerinnen und Erzähler laden Kinder, Familien und Erwachsene in die außergewöhnliche Welt der Erzählkunst ein. 13, die eindeutig beste Zahl der Welt ist. Das finde ich wirklich genial. Alle haben gelauscht. Stell dir das einmal vor. Von Schicksalsschlägen, Flötenklängen, über den 13. Sohn. 13 Schlüssel, 13 Räume. Wir machen, was wir wollen. Und was wir wollen, handelt von Lügen und Betrügen. Weil wir erstaunt sind und sagen, Moment einmal, jetzt schlägt es aber 13. Und der Hans geht auf mir spazieren und mein Schal ist der Drache. 12-mal zugehört und 13-mal gelacht. Weil es manchmal im Leben so ist. Jetzt schlägt's 13! Das unmittelbare Erleben und die Freude an der mündlichen Überlieferung statt einer konsumierenden Spaßgesellschaft stehen für viele Kinder und auch manche Erwachsene zum ersten Mal in dieser Weise im Vordergrund. Das WUK, Werkstätten- und Kulturhaus, einstmals eine Lokomotivfabrik, wird mit seiner raumgebenden Atmosphäre zum lebendigen Märchenzauber für Alt und Jung. Ein Event zur Belebung der alten Erzähltradition mit schrägen, gruseligen Märchen und Geschichten. Jetzt schlägt's 13 im Haus der Geschichten, wird im wahrsten Sinne wahr durch die 13 Glockenschläge unseres Big Ben, der vor und bei jedem der 13 Auftritte plötzlich ertönt. Zur Erzählnacht haben wir einen besonderen Gast eingeladen, die 13. Fee. Im Haus der Geschichten. Für alle die, die sich nicht fürchten, die können kommen, die können hören und lauschen, so wie ich hinablausche in die Tiefe und warte, bis es endlich 13 schlägt und ich erlöst werde. Endlich erlöst, weil ich den letzten Knochen gefunden habe. Endlich den letzten Knochen. Ich warte darauf, dass ich ihn finde. Er muss irgendwo versteckt sein, weißt du, wo er ist? Der Knochen, der letzte Knochen zu meiner Erlösung. Stund um Stund schlägt. Der Wind pfeift. Und ich muss warten.